Passagieraufkommen zeigt historischen Höchstwert. Im August verzeichnete der Frankfurter Flughafen mit rund 5,8 Millionen Passagieren ein Plus von 3,6% im Vergleich zum Vorjahresmonat. So viele wie noch nie in einem Kalendermonat. Trotz dieses Rekordwertes führen die Flugplananpassungen der Airlines weiterhin dazu, dass sich die Anzahl der Flugbewegungen um 0,6% auf 42.441 reduzierten. Das Cargoaufkommen steigerte sich um 1,5% auf rund 174.000 Tonnen. Die Höchststartgewichte lagen bei rund 2,6 Millionen Tonnen, eine weitere neue Bestmarke für einen Augustmonat, wie auch der Pünktlichkeitswert, der 86% erreicht. Weltrekord über den Wolken. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. und die Condor haben gemeinsam mit dem Fernsehmoderator Guido Kanz die höchste Lesung der Welt veranstaltet. An Bord eines Urlaubsfliegers nach Split hat der Showmaster auf 37.000 Fuß eine halbe Stunde lang aus seinem aktuellen Buch vorgelesen. Das war natürlich ein tolles Erlebnis. Ich bin ja jetzt sozusagen Weltrekordinhaber. Ja, nicht Herr Karasek oder sonst irgendjemand, sondern ich durfte die höchste Lesung halten. Es war ungewohnt, weil man das Publikum nicht sehen konnte. Ich war ja relativ weit weg. Und was noch ungewohnter war, in ein Mikrofon zu sprechen, ist ja jetzt kein Problem. Aber mit dem Daumen die ganze Zeit die Taste zu drücken, wurde nach 20 Minuten anstrengend. Die höchste Lesung der Welt wurde im Rahmen der Initiative Vorsicht Buch veranstaltet, die Menschen stärker für Bücher begeistern und den Buchhandel vor Ort stärken will. Fest der Gedichte. Unter dem Motto Poesie in bunten Farben, Poesie von Kindern für Kinder, wurden in Mainz kleine Dichter gefeiert, die im Rahmen der interkulturellen Wochen ihre Sprachkünste unter Beweis gestellt haben. Schüler und Schülerinnen zwischen der 1. und 6. Klasse konnten auf Deutsch oder auch in ihren jeweiligen Muttersprachen Gedichte verfassen und sie vor einem Publikum vortragen. Alle Gedichte, die während des Projekts entstanden sind, wurden in einem Poesiebuch veröffentlicht und den Teilnehmern überreicht. Die Veranstaltung wurde von der Fraport AG unterstützt. Fleißige Bienen. Auf dem Dach des Intercity-Hotels Frankfurt Airport ist der Honig der beiden hauseigenen Bienenvölker geerntet worden. Auch die Abteilungsleiter waren gekommen, um einen Blick auf die Bienen und vor allem einen Klecks ganz frischen Honig zu erhaschen. Seit anderthalb Jahren wohnen die rund 60.000 Bienen nun schon auf dem Hoteldach und liefern in diesem Jahr rund 60 Kilo Honig. Das Intercity-Hotel möchte sich auf diesem Wege nachhaltig gegen das Bienensterben engagieren.